Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es weiter im kleinen Fotokurs und zwar mit dem Thema Brennweite. Fangen wir mal ganz einfach an, wenn wir uns nochmal auf unserem Dreieck befinden, wo wir auch schon die letzten Videos reingeschaut haben, befinden wir uns immer noch im Bereich Qualität bzw. einfach wie beeinflusse ich die Qualität meines Bildes, wenn ich weiß, wie ich die Brennweite richtig einsetze. Aber die Brennweite ist natürlich auch ein Gestaltungselement und da können wir auch viel damit arbeiten. So, was ist denn jetzt die Brennweite? Die Brennweite steht auf meinem Objektiv obendrauf und zwar wird sie in Millimeter, also meistens in Millimetern angegeben und sie ist der Abstand zwischen der Linse und dem Brennpunkt und gibt praktisch den Bildwinkel meines Bildes an. Wenn ich einen großen Winkel habe, habe ich ein Weitwinkelobjektiv, wenn ich einen kleinen Winkel habe, habe ich ein Teleobjektiv. Großer Winkel hat eine kurze Brennweite, kleiner Winkel hat eine lange Brennweite. Das heißt, wenn wir von der Brennweite sprechen, sprechen wir nicht von der Kamera selbst, sondern von Objektiven. So, und jetzt schauen wir uns mal diese Grafik an. Also ihr könnt hier die Abbildungsebene sehen, also den Sensor, dann den Abstand zur Linse, also die Brennweite. Und die Linse sehen wir auch. Und daraus offensichtlich durch den Brennpunkt ergibt sich ein Öffnungswinkel. Und hier haben wir jetzt 28 mm, also einen relativ großen Winkel. Das heißt, wir haben hier eine Länge, die Brennweite in Millimeter und den Öffnungswinkel. Und so sieht das Bild aus. Wir sehen da auch relativ viel. Wenn wir jetzt die Brennweite erhöhen, also wir schieben die Linse weiter weg, wenn ihr ein Zoom-Objektiv habt, wird es auch tatsächlich passieren, also die Linse wird wirklich weiter weggeschoben, ändert sich vorne der Öffnungswinkel, das kann man ja auch direkt sehen, und der Winkel wird kleiner, das heißt, wir zoomen ran, das heißt, wir sehen unser Objekt größer. Das heißt, hier 50 mm ist das Objekt größer auf unserem Bild abgebildet, natürlich mit demselben Abstand, als wenn wir 28 mm auswählen. Also wenn man sich das nochmal im Vergleich anguckt, größerer, kleinerer Winkel, so verändert sich das Bild. An der Stelle auch ganz spannende Sache, was ist denn der Cropfaktor? Der Cropfaktor ist praktisch die Brennweite bzw. der Öffnungswinkel verändert sich durch die Abbildungsebene, also den Bildsensor. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es in den Kameras verschiedene Sensoren. Bei diesen ganzen Berechnungen gehen wir eigentlich immer vom Vollformatsensor aus, also der größere. Ganz viele Kameras haben aber auch einen APS-C-Sensor und der ist etwas kleiner. Und wenn wir jetzt also nicht den Abstand verändern, sondern die Größe des Sensors, verändert sich trotzdem unser Öffnungswinkel. Das heißt, es sieht so aus, als hätten wir rangezoomt, obwohl die Brennweite ist ja immer noch gleich, also die Millimeterzahl stimmt schon immer noch, aber der Look von dem Bild verändert sich und wir haben einen Look, als hätten wir rangezoomt. Wenn wir uns jetzt hier mal die beiden Fotos angucken, also die Fotos sind mit dem gleichen Abstand gemacht, also gleicher Abstand zum Objekt, aber wenn wir einmal ein APS-C-Sensor benutzen oder einmal einen Vollformatsensor, haben wir eben zwei verschiedene Bilder und das kann man hier bei den Beispielbildern, finde ich, eindeutig sehen. Den Crop-Faktor findet ihr auch im Datenblatt eurer Kamera, wenn ihr da genauer nachschauen wollt, wie das sich bei euch verhält bzw. was für einen Sensor ihr habt. Und deshalb ist es auch immer richtig spannend zu wissen, welchen Sensor ich denn in meiner Kamera verbaut habe, weil ich ja dann einen anderen Look in meinem Bild habe. Ja. Also das ist das kleine Exkurs zum Crop-Faktor. Eine andere spannende Sache ist, der Öffnungswinkel hat ja auch noch Einfluss auf das Licht. Also wenn wir uns überlegen, wir haben einen großen Winkel, kann da ja gegebenenfalls mehr Licht rein, als wenn wir einen kleinen Winkel haben. Das ist natürlich noch abhängig vom Objektiv, aber ganz oft, wenn ihr ein Zoom-Objektiv habt, da steht da zum Beispiel die 70 bis 200 mm, 3,5 bis 6,8. Und das bedeutet, dass da weniger Licht reinkommt und sich dementsprechend die Blendenzahl verändert und es wird dunkler in eurem Bild, wenn ihr ranzoomt. Also falls euch das schon mal passiert ist, liegt es daran, dass einfach durch den kleineren Öffnungswinkel beim Ranzoom weniger Licht reingekommen ist und das ist der Effekt. Es kommt noch darauf an, welches Objektiv man hat, weil je nachdem, welche Objektive man nutzt, da hat man da diesen Effekt nicht. Aber das schauen wir uns dann nochmal im Video zum Thema Objektive an. Was zum Thema Brennweite auch noch interessant ist, ist die Aussage, lange Brennweiten strauchen den Raum. Das hört man immer mal wieder, wenn man in der Fotografie unterwegs ist. Und das bedeutet, dass sich die Raumwahrnehmung verändert, zumindest wenn man immer das Objekt gleich groß im Bild hat, wie es wirkt und wie es aussieht, wenn wir fotografieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Aber der Effekt ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Also wenn wir zum Beispiel ein Gesicht fotografieren mit 400 mm oder mit 14 mm, haben wir einen massiven Unterschied in den Gesichtsfeatures, wie das aussieht. Und da habe ich hier auch noch ein kleines Beispiel für euch. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und das ist wirklich immer, das Objekt ist immer, also die Person ist immer gleich groß im Bild dargestellt, aber natürlich durch die verschiedenen Brennweiten musste sich der Fotograf oder die Fotografin verschieden weit von der Person entfernen, um genau den gleichen Look im Bild zu bekommen.
Ja, und das müsste man auch bedenken, wenn man fotografiert, je nachdem, welches Objektiv man wählt. Ob man jetzt unbedingt 14 mm für Porträts benutzen sollte, ist natürlich dann auch noch die Frage. Kann aber auch funktionieren, was ich ja auch letztens in einem Video ausgetestet habe. Die meisten Leute nutzen gerne Teleobjektive für Porträts, aber ganz viele benutzen auch zum Beispiel 35 mm. Das ist ja gerade richtig im Trend. Ich benutze auch relativ oft 35 mm, aber auch gerne mal mein Lieblingsobjektiv, das 85 mm 1-2 von Canon, was mir einfach richtig viel Spaß macht. Also da gibt es eigentlich keine feste Regel. Es gibt ja sowieso nie eine Regel. Man kann ja immer machen, was man will. Porträts werden oft eher mit Teles gemacht, aber natürlich auch nicht mit 400 mm, sondern eher so, keine Ahnung, zwischen 70 und 200. Da machen relativ viele Leute Porträts, muss aber nicht, weil auch mit 35 oder weniger kann das gut funktionieren. Ein anderer interessanter Punkt zum Thema Brennweite ist das Thema der Unschärfe. Und zwar, wenn ihr ein Objektiv nutzt, unabhängig von der Blendenzahl, und eine hohe Brennweite einsetzt, habt ihr mehr Unschärfe im Bild, als wenn ihr eine niedrige Brennweite einsetzt. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel für euch. Hier sehen wir mal 35 mm. Natürlich ist Blende 1.4, das ist nochmal ein bisschen Unterschied zu dem nächsten Bild mit 85 mm, Blende 1.2. Aber der Unterschied im Hintergrund in der Unschärfe ist schon massiv. Was den Effekt natürlich auch noch verstärkt, ist, wenn man sich zum Hintergrund entfernt. Also wenn ich weit weg vom Hintergrund bin und ein Teleobjektiv benutze, habe ich gute Chancen, dass ich einen sehr, sehr unscharfen Hintergrund bekomme. Das war's zum Thema Brennweite. Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Die Brennweite gibt an, welchen Öffnungswinkel euer Objektiv hat. Der Öffnungswinkel gibt an, wie viel man auf dem Bild sieht. Wenn ich ein Weitwinkelobjektiv habe, sehe ich viel und habe eine kurze Brennweite. Wenn ich ein Teleobjektiv habe, sehe ich relativ wenig, also habe rangezoomt. Wenig ist jetzt vielleicht der falsche Wort, aber einen kleineren Winkel. Sehe dementsprechend das Objekt viel größer bzw. näher dran. Ganz oft ist es so bei Zoom-Objektiven, dass ein weiter Winkel mehr Licht reinlässt als ein kleiner Winkel. Dementsprechend, wenn ihr ranzoomt, könnte es dunkler werden und das kann daran liegen. Was ich auch noch wissen sollte, ist, dass die Brennweite den Look von meinem Bild verändern kann. Beziehungsweise, wenn ich halt eben ein Gesicht mit 14 mm fotografiere und ganz nah rangehe, kriegt man halt eine größere Nase, als wenn ich jetzt mit einem 85 mm fotografiere und weiter weggehe. Und wenn ich den Effekt noch verstärken will, also wenn ich einen sehr unscharfen Hintergrund haben will, sollte ich meine Person oder das, was immer ich fotografiere, weiter weg vom Hintergrund stellen, dann kriege ich den Effekt noch stärker. Grundsätzlich habe ich mehr Unschärfe bei Teleobjektiven als bei Weitwinkelobjektiven generell. Also die Brennweite beeinflusst den Bildinhalt, wie viel zeige ich, wie viel habe ich rangezoomt, die Bildhelligkeit kann es auch beeinflussen, die Unschärfe kann es auch beeinflussen und generell natürlich den Look von meinem Foto, je nachdem für was für eine Brennweite ich für welchen Zweck mich entscheide. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!